Ein Student Response System hört auch noch auf viele andere Namen. Eigentlich aus den US-Colleges kommen, heißen die Classroom Response System. Da weiß man schon, wo das verortet ist. Wir nennen es ein bisschen akademischer, also deutscher Fachbegriff, also denglischer Audience Response System, ARS. Audience, also die Zuhörerschaft. Ja? Und das ist eine Fernbedienung. Also nicht, dass der Dozent da vorne fernbedient wird, aber es ist von der Größe her, von dem Format in etwa so zu sehen. Also das, was man aus populären Quizshows so kennt, ne? Wer wird Millionär? Da hat das Publikum, die Publikumsfrage, haben die Leute ja eine Möglichkeit, nach A, B, C, D abzustimmen. Ja, das ist ja schon mal so eine Sache, das sieht man auch hier. Das nennen die Amerikaner in der Regel Clicker, ne? Mit C geschrieben, Clicker. Das heißt, sie können nach Aufforderung, und sie haben diese Geräte, und es ist aktiviert, die Frage, eine Antwort geben. War die Frage, was ist ein webbasiertes Student Response System? Dann legen wir das weg und holen unser Handy raus und alles, was man mit einem Handy machen kann, also in einem Browser, interaktiv, das können Sie mit einem webbasierten Audience Response System machen. Zum Beispiel könnten Sie eine Bildfrage stellen, ja, und sagen, in diesem Diagramm, in diesem Schaltkreis steckt ein Fehler. Und Sie legen ein Gitter drüber, ein Planquadrat. Und er nimmt seinen Finger, das ist sehr haptisch und das ist das interaktive Medium und sagt, da ist der Fehler. Er zeigt da drauf. Ja? Und das wird natürlich dann registriert und hinterlegt hat der Dozent, die Dozentin, ob dieses Planfeld das Richtige ist. Oder halt, er will auch nur sehen, wo denn die meisten drauf tippen, ja? Ob da ein Verständnis ist. Also Sie sehen schon, das ist old school. Very, very old school. 90er und viel früher. Die Amerikaner haben das sehr früh eingeführt, also schon in den 90ern. Und damit lässt sich nicht viel machen. Die sind teuer, was ich hier in der Hand halte, habe ich irgendwo mitgehen lassen, 50 Euro pro User. Ja. Was die Studenten zahlen, gar nichts. Die bringen ihr Gerät mit, ihr Smartphone. Das war's. Ja, wie Sie ja sehen, das sind halt sehr minimale Eingabemöglichkeiten. Ja? Also diese ABCD-Fragen, mehr ist gar nicht möglich. Also dieses Format Multiple Choice, Single Choice, das schränkt uns so sehr ein. Mit webbasierten Systemen, insbesondere die in den letzten Jahren entwickelt worden sind, haben wir auch grafische Eingabemöglichkeiten. Das heißt, ich kann mit meinem Finger antippen, was ich jetzt meine, ja, was die richtige Antwort ist. Zum Beispiel in einer Bildfrage. Wo ist jetzt der Hotspot? Wo ist das Problem in diesem Diagramm, in dieser Schaltung? Und dann habe ich eine Interaktion mehr haptischer Art. So, das bereichert einfach das Spektrum an Fragenformaten. Jenseits von Multiple, Single Choice, Ja, Nein, haben wir hier auch die Möglichkeit, Texte einzugeben, Zwischenfragen zu formulieren. Ja, bei manchen Systemen mein abfotografiertes Ergebnis aus dem Hörsaal, da wo ich sitze, hochzuladen, sodass alle das sehen, ja, dass es bewertet wird. Sie sehen also die Vielfältigkeit, also sie ist nicht beschränkt. Alles, was heute möglich ist, in einem Browser, in einer Webanwendung, auf einer Website, das haben Sie jetzt auch hier auf diesem kleinen, wenn es denn ein Smartphone ist, webbasierten Audience Response System. Die Entwickler von solchen webbasierten Systemen haben natürlich als Auflage oder als Selbstverpflichtung, es so einfach wie möglich in der Bedienung zu halten. Es sind immer Informatikstudierende, die das machen, zumindest aus irgendeiner Informatikdisziplin kommt. Und was sie heute lernen in der Informatik, ist nicht das Programmieren allein, sondern das User Interface zu gestalten, die User Experience zu erhöhen. Das heißt, es sollte einfach nutzbar sein, aber es ist es trotzdem nicht. Ja, alles, was ich noch nicht kenne und anfasse zum ersten Mal, ist schwierig, egal ob es nur einen Knopf hat. Ja. Und deswegen empfehle ich jedem Kollegen, jeder Kollegin, sich selbst damit an einem Wochenende in ein, zwei Stunden auseinanderzusetzen. Wikipedia ist unser Freund an der Stelle. Da steht im ersten Absatz alles, was ich wissen muss. Das ganze Netz ist voll, aber das brauche ich gar nicht. Ich gehe zu dieser Anwendung, die ich jetzt verwende, davon gibt es Dutzende, und spiele das selbst einmal durch, in beiden Rollen. Als Studierende oder als Dozentin und Dozent. In zwei verschiedenen Browsern und mache dieses Wechselspiel, ein Rollenspiel. Und dann habe ich diese Sicherheit.
Wenn ich das nicht tue und ins kalte Wasser springe, dann werde ich wahrscheinlich mein Waterloo erleben. Das passiert dann. Und dann haben sie auch sofort so eine Phobie, was weiß ich, ach, lass diese digitalen Medien alle aus meiner Veranstaltung. Ich mache eine Kreidevorlesung. Also der erste Moment ist der entscheidende. Da muss es funktionieren. Und an der Stelle ist es auch wichtig, dass die Studierenden wissen über die Lernplattform, über eine Ankündigung, eine Mail an alle, dass da was Neues kommt. Das wird hochspannend, hochinteressant. Und geht doch schon mal auf diese Seite, guckt euch das an. Das ist so ein bisschen WhatsApp, aber anders, ganz anders. Ja? Es ist das, womit ihr groß geworden seid. Ja? Also das ist spannender, als was bisher passierte. Aber ihr müsst vorher da mal rein. Alle müssen vorher das ausprobiert haben. Und der Lehrende, die Lehrende muss sich auch didaktisch da eingearbeitet haben. Das ist ein Tool. Ja? But a fool with a tool is still a fool. Der muss sich wissend machen. Es geht nicht anders. Ne? Man muss schauen, was will ich damit? Will ich einfach noch mal ein bisschen was ausprobieren? Vielleicht eine Frage, ne? Zur vergangenen Vorlesung. Das war so, was die Leute mitnehmen müssten. Ob das noch da ist, das wäre ja so ein Einstieg. Oder wenn es mal eine erste Veranstaltung wäre, welches Vorwissen bringt ihr denn mit? Ja? Oder aus welchen Studiengängen kommt ihr? Oder seid ihr Wiederholer oder macht ihr das zum ersten Mal? Und dann, wenn sich dann entpuppt, oh, die Hälfte davon wiederholt, dann hat man auch, ach ja gut, das wird dann immer kleiner, der Hörsaal und so. Ja. Man kann auch viele didaktische Szenarien ausprobieren. Es gibt da Dutzende, ja, also Vorwissen abfragen, Erwartungen an die Veranstaltung. Ja, denen das Tool erklären, in dem Sinne, da kann man formativ was machen. Das heißt also im Lernen, im Hörsaal sitzen, kann ich ihm eine Meldung geben und sagen, ich bin raus oder dieses Akronym, dieses Fremdwort, was du da immer wieder verwendest, verstehe ich überhaupt nicht. Und das bedeutet ja, er versteht gar nichts. So, und wenn er einmal nur gesagt hätte, dass ARS für Audience Response Systeme steht, dann wäre doch alles gut gewesen. Und da hätte er sie wieder. Aber er wird es aus den Gesichtern nicht lesen können. Also, initial heißt, sich damit auseinandersetzen, vorher, vor der Veranstaltung.